bedeutet an dieser Stelle, dass wir uns von einem Paar verabschieden müssen. Claudia hat es gerade gesagt. Leider auf dem dritten Platz sind Halime und Alexander. Leider, leider nicht im Finale. Es tut mir wirklich sehr leid. Macht es gut, ihr zwei. Danke. Danke euch, ihr wart toll. Danke, danke. Tschö, Halli. Tschö, ah. Ah. Ach, schon schade. Aber ich gehe mal hier zuerst hin, ja, denn, und sofort das Handy raus. Ich will ja sofort wissen, was da zurückgekommen ist. Hat sie zurückgeschrieben? Ja, bitteschön. Oh, scheiße, was ist hier? Nettes Kompliment, aber danke, nein. Das hat sie wirklich geschrieben. Ja. Sie hat wirklich ein nettes Kompliment. Pass auf, dann machen wir eine Sprachnachricht, okay? Okay. Okay. Du startest eine Sprachnachricht. Hallo, Anna. Sorry für die Nachricht, aber danke nochmal dafür. Du hast uns 20.000 Euro eingebracht. Ja, denn die beiden, hallo, hier ist Ralf Schmitz, denn die beiden sind ja in meiner Show Paarlauf und du hast dabei geholfen, dass die beiden hier ganz vorne dabei sind und im Finale stehen. Danke. Und übrigens, zieh dich wieder an, okay? Ein kleiner Applaus, der ist nur für dich, Anna! Anna, sei nicht böse! Sei nicht böse! Wenn es noch Probleme gibt, sag mir Bescheid, ja? Alles gut. Ich glaube, das ist damit geregelt. Ich glaube auch, dass es damit geregelt. Aber seid ihr froh? Ihr liegt ganz vorn. Ja, Gott sei Dank. Ja, aber im Finale noch, ne? Da müssen jetzt geht es ja erst richtig zur Sache. Ja, jetzt geht es richtig zur Sache. Ich gehe noch mal zu den anderen beiden. 30 Jahre, die ihr zusammen seid, haben sich ausgezahlt. Du hast ja ganz viel erkannt. Du hast ihn anscheinend öfter angefasst als die anderen, ne? Aber das mit dem Po war sehr verwirrend. Also, das war echt gemein. Ich hätte seinen Po, der hat auch so einen kleinen Knackpo, aber der andere Mann war auch so gleich. Ach, so gleich. Oh Gott. Ich dachte, hat mich schon gefragt. Du hast auch mit G angefangen. Ich dachte, du sagst jetzt, ach, der andere Mann war auch so geil. Habe ich jetzt gedacht, sagst du. Ihr habt aufgeholt mit der letzten Prüfung. Ihr habt nachgezogen. Es wird wirklich spannend im Finale. Seid ihr aufgeregt? Mhm. So muss es sein. Dann fangen wir mal an mit dem Finale. Okay, oder Claudia, es geht los. Ja, genau, Ralf, du hast es schon gesagt. Finale, oh, Finale, oh. Danke, Claudia. So, also. Ein paar hier rüber, bitte. Für euch beiden, für Sabrina und Philipp geht es jetzt um 56.000 Euro. Und für euch beide, ihr Lieben, geht es jetzt um 50.000 Euro. Also ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja. Es wird ohnehin nur derjenige das Geld mitnehmen, der das Finale gewinnt. Aber trotzdem seid ihr auf einer ähnlichen Geldschwelle angekommen. So, das Finale wird natürlich, so muss es bei uns sein, der ultimative Stresstest für euch. Schnelligkeit ist gefragt, Kraft ist gefragt, Köpfchen ist gefragt. Es wird natürlich anstrengend, denn es geht in den Urlaub. Ihr habt verschlafen, ihr habt dort verschlafen, auf der Seite, ihr habt auf der Seite gleich verschlafen. Okay, aber bevor wir anfangen, schicken wir euch noch mal kurz zum Umziehen. Oh, okay. Ja? Denn so legt man sich ja nicht ins Bett. Okay? Dann bitte ich euch, geht mal dort rüber, zieht euch um und wir sehen uns gleich wieder, ihr auch. Wir sehen uns gleich wieder nach der Werbung. Und da sind wir wieder, zurück aus der Werbung. Und hier sind unsere beiden Paare. Kommt zu mir! Oh, ihr seht ja bezaubernd aus. Bettfertig, um genau zu sein. Ja? Okay, ihr Lieben, ich erkläre euch jetzt direkt mal die Regeln, bevor ihr unter die Decke schlüpft. Passt auf. Im Finale müssen die Paare ihren Flug kriegen. Um zu gewinnen, müssen sie mit ihrem Gepäck als Erste am Check-in-Schalter ankommen. Die Aufgaben auf dem Parcours dorthin werden ihnen erst unterwegs gestellt. Von mir. Startsignal wird gleich das Klingeln des Weckers sein. Okay, ab in die Betten. So, bitte bis zum Hals zudecken, wirklich bis oben. Und bitte die Hände über die Bettdecke, Philipp. Dankeschön. Das wollen wir hier nicht haben. Wieso? Das können wir nicht riskieren. Obwohl. Ja. Bitte nicht einschlafen, weil sonst verpasst ihr das Finale. Okay, hier ist auch alles gut. Wunderbar. So. An euch alle vier.
Wenn der Wecker gleich klingelt, so viel kann ich schon verraten, sollt ihr euch als erstes anziehen. Ihr müsst alles anziehen, was hier auf diesem Ständer ist. Und die Schuhe dazu. Alles klar? Ihr auch bereit? Ja. Gut, dann würde ich sagen, es ist kein Spiel, es ist eine Prüfung. Los geht's! So schnell wie möglich anziehen! Schatz, das ist doch meins, weil du hast... Ist doch scheißegal. Alles anziehen, was ihr dort findet. Scheiße, diese Socken. Ja. Sehr gut. Ihr seid gut dabei. Sehr schnell. Auch die Jacken anziehen, die ihr da findet. Ja, sehr gut. Wenn ihr alles angezogen habt, also auch die Schuhe, dann müsst ihr alles aus den Regalen in die Koffer einpacken. Alles. Denkt an die Tickets, die sind auch dabei. Jedes Plüschtier, jedes Buch. Das Einzige, was ihr nicht einpackt, bitte, ist das Regal selbst. Die Schuhe, ich pack die Schuhe. Ticket. Ja. Wenn ihr dann irgendwann alles im Koffer eingepackt habt, müssen die beiden Koffer auch verschlossen werden. Richtig zugemacht mit dem Reißverschluss, sodass nichts rausfallen kann. Hier ist noch einiges dabei. Es ist schon knapp. Team Blau ist etwas weiter vorne, glaube ich. Nee, gewesen, glaube ich. Warte, nee, hier ist nicht. Es passt alles rein. So viel schon mal vorab. Nein, da füllen, da füllen. Schatz, es geht nicht rein. Team Blau ist kurz davor. Jetzt. Schatz, mach du zu, lass mich drauf. Okay. Ich geh drauf. Schatz, beeil dich, bitte. Es geht um 56.000 bzw. 50.000 Euro. Oh Mann. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich hab's. Team Rot schließt auf. Nur noch Koffer schließen. Die andere Seite. Nein, der Koffer muss auch noch zugemacht werden. Team Blau ist soweit. Wenn ihr eingepackt habt, mit beiden Koffern durch die Tür zum Auto. Vorne rum, durch die Tür. Hast du die zum Auto. Ja, die sind im Koffer. Jacken nicht vergessen, habt ihr die Jacken an? Schatz, die ist mir aufgezogen. Jacke anziehen, unbedingt Jacke anziehen. Koffer gut stapeln, dass ihr sie nicht verlieren könnt. Team Rot ist noch dabei, einzupacken. Schatz, zieh deine Jacke an. Schatz, komm an, gut, danke. Jawohl, setzt euch drauf. Schatz, schnell. Und jetzt so schnell wie möglich. Losrad. Das fährt nicht. Doch, es fährt. Gib Gas. Wir haben die Übersetzung etwas verändert. Ihr müsst mit dem Auto dort vor den Bumper, wenn ihr davor prallt, geht das Licht an. Schatz. Komm. Team Rot, ihr müsst euch beeilen. Team Rot, trappeln. Sehr gut. Komm, Jana, Schatz. Immer weiter. Zieh. Wenn ihr gleich dort angekommen seid, habt ihr leider Übergepäck. Weiter. Dann müsst ihr auf diesem Packtisch neu packen. Schick mein Leben doch. Denn nur 38 bis 40 Kilo sind erlaubt bei Schmitzefleisch. Ich kann nicht mehr. Komm, Schatz. Team Rot. Wir haben's gleich. Team Rot, beeilt euch. Ja, bald. Sehr gut. Die Koffer auf die Ablage. Schatz, keine Zeit jetzt mehr. Komm. Du musst die Jacke anziehen, Philipp. Ja. Das muss leider sein. Die ist so eng. Ja, ich weiß. Schatz, mach jetzt bitte. Umpacken auf 38 bis 40 Kilo schätzen. Dann erst durch die ganzen Tensatoren laufen bis zum Check-in. Schatz. Das muss raus. Schatz, mach mal lass den offen, lass den der zu. Der ist wichtig. Mach die Gewichte raus. Team Rot, gib Gas. Geht nicht. Doch, es geht. Die anderen haben es auch geschafft. Es sind genau die gleichen Sachen. Warte. Okay. Wenn die Koffer wieder zu sind, ab zum Check-in. Team Rot, gib Gas. Noch ist alles möglich. Guten Tag. Bitte die Koffer auf die Waage. Oh mein Gott. Dankeschön. Ich gehe gleich um. Die Tickets bitte. Dankeschön. Tickets haben wir. Ausweise bitte. Ausweise. Brauchen wir die auch? Ja, ihr braucht die Ausweise. Wo sind die? Wer weiß. Vielleicht, meistens hat man die ja, also ihr könnt ja mal, vielleicht habt ihr die ja irgendwo. Schau mal da drin, ob die da drin sind. Vielleicht auch noch woanders. Ah, hier hab ich. Aha. Entschuldigung.
Ah, was eins, jawohl, ist alles richtig. Und jetzt geht's darum. Sind eure beiden Koffer 38 bis 40 Kilo schwer oder nicht? Dann müsst ihr noch mal einmal rum und umpacken. Ja, ja, komm. Es sind 37, ja, nein. Nein. Es fehlt ein bisschen was. Dann kann ich dich stehen lassen, ja? Wenn du möchtest. Wenn ihr euch so sicher seid. So, ihr Lieben. Mach den Koffer auf. 300 Gramm haben, glaube ich, gefehlt. Eine Handel, oder wie viel sind das? Bis zu 38 Kilo. Ding. Nein, Schatz, nimm die Handel, wir haben doch doch... Tibor, mach den Koffer zu! Geht nicht. Doch, es geht. Ich hab zu. Okay, Allah, komm. Oder umpacken schnell. Auf geht's, Arivita! Beide Koffer. Sonst müsst ihr noch mal umpacken, könnte sein. Zwischen 38 und 40 Kilo. Vielleicht war es zu viel. Sag bitte. Ich krieg keine Luft mehr. Ja! 38.900! Ja, toll aufgewonnen! Ja. 56.000 Euro für euch! Herzlichen Glückwunsch! Verdient gewonnen! Komm, wir gehen nach vorne! Team Rot, kommt zu uns! Kommt nach vorne! Das ist euer Koffer! 56.000, super gemacht. Super gemacht. Team Rot hat einen Reisegutschein für 2.000 Euro immerhin auch gewonnen. Der ist für euch wacker gespielt. 2.000 Euro für euch. Sehr gut. Liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt neben sich schauen und denken, oh je, wir hätten sowas von verloren. Über den Typen hier, da weiß ich ja nichts. Dann sind sie vielleicht nur in der falschen Wohnung, oder? Oder sollten sich mal wieder mit ihrem Partner unterhalten. Sie sehen ja, man weiß nie, wann man es mal braucht. Im echten Leben oder hier bei Parler. Tschüss.